Dr. Joe Dispenza ist einer der größten Wissenschaftler und Lehrer unserer Zeit. In diesem Video zeige ich dir seine wichtigsten Lehren, mit denen du dein Leben auf allen Ebenen transformieren kannst. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Raphael Bettencourt. Ich bin Coach und unterstütze bewusste Unternehmer und Experten dabei, von innen heraus zu einem Magneten für Traumkunden, für Umsatz und für wahre Fülle zu werden. Indem du lernst, wie du die Gesetze des Universums meisterst und für dich nutzt. Also, wenn sich das gut für dich anhört, dann abonniere doch jetzt diesen Kanal und verpasse kein Video mehr genau zu diesen Themen. Kommen wir direkt zum heutigen Thema, und zwar die drei wichtigsten, transformierendsten Lehren von Dr. Joe Dispenza. Die Menschen, die mich schon länger kennen oder mir seit einiger Zeit folgen, wissen, dass Dr. Joe einer der wichtigsten Mentoren auf meiner Reise bisher war. Ich habe Dr. Joe vor circa 2, 3 Jahren entdeckt. Per Zufall in einer Buchhandlung habe ich sein Buch in der Hand gehalten. Und damals wusste ich, ich muss dieses Buch mit nach Hause nehmen. Und als ich dann angefangen habe zu lesen, war ich sofort komplett drin. Denn dieser Mann hat all das, was ich schon immer geglaubt habe, wissenschaftlich erklären können. Er hat mir erklären können, warum das Gesetz der Anziehung wirklich funktioniert und warum es Wissenschaft ist. Er hat mir erklären können, warum wir uns selber heilen können und warum du und ich uns unsere Realität selber erschaffen und selber komplett verändern können, so wie wir es uns wünschen. Und das hat mich sofort in den Bann gezogen und ich wusste, ich muss das studieren. Ich habe angefangen, die Bücher zu lesen, die Bücher zu studieren und ich bin zu seinem Retreat gegangen. Und dieses Retreat hat mein gesamtes Leben verändert. Ich habe wirklich gelernt, wie ich diese Lehren benutzen kann in meinem Leben, um ein Business aufzubauen, um Erfüllung zu finden, um größer, erfüllter und glücklicher als jemals zuvor zu werden. Und nach dem Retreat hat sich alles verändert. Ich bin ausgestiegen aus meinem damaligen Business, weil es mir nur Anstrengung und Mangel gebracht hat und habe ein neues Business gestartet, habe einen neuen Weg eingeschlagen, weil mein Herz mir das gesagt hat. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Umsatz hat sich versiebenfacht in kürzester Zeit. Ich arbeite nur noch mit Traumkunden. Ich arbeite in einer Welt, die mich erfüllt, die mir Spaß macht, die mir Freude macht. Und das nur durch diese Lehren. Und deswegen auch dieses Video mit den drei wichtigsten, transformierendsten Lehren von Dr. Joe Dispenza. Kommen wir direkt zu Nummer 1, und zwar: Alles ist Energie und damit ist auch alles veränderbar. Dr. Joe spricht immer von zwei Arten, die Welt zu sehen. Und zwar die Newton'sche Art, die Welt zu sehen, und die Quantenphysik. Und Newton, vielleicht kennst du ihn aus dem Physikunterricht, Newton hat gesagt, alles ist Materie und um Materie zu verändern, müssen wir mit der Materie arbeiten. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel deinen Körper verändern möchtest, musst du ganz lange Sport machen und es dauert eine bestimmte Zeit, du musst einen bestimmten Weg gehen, um diese Veränderung zu erschaffen. Das ist die alte Art zu sehen. Dann gibt es die neue Art, und zwar die Quantenphysik. Und in der Quantenphysik durften wir herausfinden, dass alles Energie ist. Dass alles, was du siehst, egal was es ist, dieser Laptop, dieser Tisch, meine Hand, besteht aus Atomen. Und diese Atome bestehen auf der tiefsten Ebene zu 99,9% aus purer Energie. Nichts anderes, pure Energie. So, und jetzt ist es so, dass du mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen, vielleicht hast du mein erstes Video gesehen, da spreche ich auch darüber, mit diesen beiden Komponenten kannst du die Energie beeinflussen. Denn alles, was du siehst und wahrnimmst, selbst die Dinge, die du nicht siehst, Worte, Gedanken, Gefühle, all das ist Energie und hat eine bestimmte Schwingung. Also wir können es wirklich messen in Form von Wellen. Also diese Hand hat zum Beispiel die Schwingung und die Hand hat zum Beispiel die Schwingung. Also eine andere Wellenform, die sich dann zeigt. Und indem wir uns ausrichten auf bestimmte Energien, können wir das beeinflussen, was wir haben wollen. Ein schönes Beispiel, um es zu verdeutlichen, ist das Küken-Experiment. Und zwar haben Wissenschaftler aus Frankreich damals einen Roboter gebaut, einen Zufallsroboter. Dieser Roboter ist immer in 50% der Zeit entweder einen Schritt nach rechts oder die anderen 50% einen Schritt nach links gefahren. Und sie haben einen Kasten gebaut, unten ein Stück Papier und unter dem Roboter war ein Stift. Das heißt, er ist eine Stunde gefahren und hat eine Linie gezogen über dieses Blatt, sodass man danach schauen konnte, welchen Weg ist er gefahren. Das haben sie 100 Mal gemacht.
Und am Ende hatten sie einen Durchschnitt von, okay, diese Strecke fährt dieser Zufallsroboter. Ja? So, das heißt, wenn er 100 Mal gefahren ist und einen Zufallsmechanismus hat, am Ende hat sich gezeigt, er ist immer ungefähr über die gesamte Fläche mal gefahren. Dann haben sie Küken genommen und neben diesem Roboter schlüpfen lassen. Und es ist so, wenn Küken schlüpfen, das allererste, was sie sehen, denken sie, ist ihre Mama. Und genauso war es mit dem Roboter. Das heißt, die Küken sind geschlüpft und haben diesen Roboter gesehen und dachten, hey, das ist meine Mama. Und dann haben sie die Küken genommen, neben diesen Kasten gestellt, wo der Roboter drin ist, und in einen Glaskasten gepackt, sodass die Küken durch die Wand sehen konnten, wo dieser Roboter ist, wo ihre Mama ist. Und dann haben sie den Roboter nochmal laufen lassen, 100 Mal per Zufall. Und am Ende, was sich gezeigt hat, war erstaunlich. Denn die Küken waren, während dieser Roboter gefahren ist, immer an der Wand und wollten zu Mama hin. Haben die angeguckt, haben die Gedanken wahrscheinlich gehabt, hey Mama, ich möchte dahin oder komm zu mir. Und nach den 100 Malen hat sich gezeigt, dass der Roboter den größten Teil der Zeit in der Hälfte gefahren ist, wo die Küken waren. Nicht mehr wie vorher komplett zufällig, sondern den größten Teil der Zeit in der Hälfte, wo die Küken sind, die näher an den Küken dran ist. Das heißt, Schlussfolgerung aus diesem Experiment, die Küken haben aus ihren, durch ihre Gedanken und ihre Gefühle eine Intention rausgesendet, ich möchte, dass du zu mir kommst, und haben plötzlich die Realität verändert. Sie haben verändert, wie dieser Zufallsroboter funktioniert. Und das sind Dinge, die wir in der normalen Wissenschaft nicht lernen. Uns wird gesagt, hey, du hast doch keinen Einfluss mit deinen Gedanken auf die Realität. Doch die Quantenphysik erklärt es ganz genau, dass das möglich ist. Denn alles ist Energie, und die Energie der Gedanken der Küken hat die Energie, aus der der Roboter ist, beeinflusst, den Zufallsmechanismus. Und genau so kannst du dein Leben verändern. Damit kannst du deinen Körper heilen. Ich habe auf den Events von Dr. Joe Dinge gesehen, die unglaublich sind. Menschen, die innerhalb von 7 Tagen, das Retreat geht 7 Tage lang, Krebs geheilt haben, aus Rollstühlen aufgestanden sind. Alle möglichen Krankheiten. Du kannst gerne auf seinem YouTube-Kanal schauen. Dort gibt es hunderte Testimonials. All das wissenschaftlich bewiesen. Das heißt, du kannst damit deine Gesundheit verbessern oder Krankheiten heilen. Du kannst damit Geld kreieren. Du kannst damit Erfolg kreieren, andere Möglichkeiten, Traumpartner. All das wurde schon geschaffen durch diese Lehren. Das heißt, der erste Punkt ist, alles ist Energie. Und damit kannst du alles verändern. Und die zweite Lehre von Dr. Joe Dispenza: Nimm den Fokus weg von deiner Vergangenheit auf die Zukunft. Die meisten Menschen von uns leben jeden Tag in der Vergangenheit. Denn all die Emotionen, die wir spüren, wo kommen die her? Wenn du zum Beispiel irgendwann mal einen Autounfall hattest und du spürst immer wieder diese Angst, die hochkommt, die Angst, dass dir etwas passieren könnte, wo kommt die Emotion her? Aus der Vergangenheit, aus dieser Situation, wo der Autounfall mal passiert ist. Das heißt, jedes Mal, wenn du zurück in diese Emotion gehst, durchlebst du die Vergangenheit nochmal. Dein Kopf kann nicht unterscheiden, ob du dir etwas nur vorstellst oder ob es wirklich passiert. Das heißt, du stellst dir vor, du schließt die Augen und siehst diesen Autounfall nochmal und zack, du bist wieder in der Vergangenheit, du kriegst die gleichen Emotionen wieder und du lebst plötzlich in einer ständigen Angst. Und das ist, was die meisten Menschen tun. Wir fokussieren uns immer nur auf das, was mal passiert ist, auf die Vergangenheit, und leben damit unsere Gegenwart. Das heißt, sie leben jeden Tag nicht eine neue Version ihrer selbst, sondern ihre alte Version, die vergangene Version. Und soll es da wirklich drum gehen? Weil was passiert, wenn du jeden Tag aus der Angst oder aus der Vergangenheit lebst? Meinst du, dann kannst du dir ein Leben erschaffen, was du möchtest? Oder erzielst du dann die gleichen Ergebnisse wie damals? Das ist der wichtige Punkt. Dr. Joe nimmt immer das Beispiel mit, die Leute stehen morgens auf und das Erste, was sie tun, ist gewohnt zur Kaffeemaschine gehen, auf den gleichen Knopf drücken, Zähne putzen, Kaffee trinken, auf dem gleichen Weg zur Arbeit fahren, mit den gleichen Emotionen aufwachen, mit den gleichen Emotionen durch den Tag zu gehen, mit den gleichen Emotionen vor dem Fernseher zu sitzen und schlafen zu gehen. Jeden Tag dasselbe. Und damit leben sie jeden Tag die gleiche Version und die Version aus der Vergangenheit. Und damit erschaffen sie auch nie etwas Neues. Deswegen erschaffen die wenigsten Menschen das, was sie wollen. Dass sie Traumpartner haben, Erfüllung, Erfolg, Glück. Das haben sie alles nicht, weil sie in der Vergangenheit leben. Was ist die Lösung? Und zwar lebst du jetzt schon in der Zukunft. Du stellst dir die Frage, was möchte ich haben? Was möchte ich leben? Wie soll mein Leben aussehen?
Und dann lebst du jetzt schon so, als ob. Du fühlst jetzt schon so. Du fühlst die Emotionen aus deiner Zukunft, damit die Resultate in die Gegenwart kommen können. Beispiel. So, du stehst morgens auf und dein Ziel ist es aber, einen neuen Traumjob zu finden. Du möchtest einen Traumjob, der dich erfüllt, der dich glücklich macht, der dir Fülle bringt. Stehst du auf, gehst in den Tag hinein und startest nicht mit dem Gefühl von Angst oder was, wenn ich meinen Job verliere, sondern du startest in das Gefühl mit, ich habe diesen Traumjob und ich liebe es und ich freue mich so auf den Tag. Du lebst jetzt schon so, als wäre diese Sache da. Und Traumjob kannst du jetzt übertragen auf alles, auf Umsatz, auf Kunden, egal was es ist, Traumpartner. Du lebst jetzt schon in diesem Gefühl. Weil was passiert dann? Dann hast du plötzlich andere Gedanken, andere Gefühle, du hast andere Handlungen und deine Energie verändert sich. Und wie gerade im ersten Punkt, auch in meinem letzten Video, hier oben kannst du auch darauf klicken, zum Thema Gesetz der Anziehung, erklärt, deine Gedanken und deine Gefühle verändern alles. Deine Gedanken, deine Gefühle ziehen die Realität zu dir, die du dir wünschst, wenn du deine Energie darauf anpasst. Und darum geht es. Mach dir bewusst, in welcher Realität möchtest du leben? Und lebe jetzt schon innerlich in dieser Realität. Erst wenn du innerlich schon so lebst, können sich die äußerlichen Umstände anpassen. Bevor ich jetzt zu Punkt Nummer 3 komme, kommentier doch einmal unten, was möchtest du in deinem Leben erschaffen? Was würdest du dir am meisten wünschen, aus deiner Zukunft jetzt schon in die Gegenwart zu holen? Schreib es einmal unten drunter. Und der dritte Punkt, einer der wichtigsten Lehren von Dr. Joe Dispenza ist, verbinde deinen Kopf mit deinem Herzen. Wir haben so gut gelernt, aus dem Kopf zu leben. Wir haben so gut gelernt, viel nachzudenken, uns viel Gedanken über alles Mögliche zu machen. Aber aus dem Herzen zu leben, das erzählen uns die wenigsten Menschen. Bevor ich mich mit Dr. Joe beschäftigt habe, war das Herz für mich einfach ein Organ, was Blut durch meinen Körper pumpt. Mehr nicht. Doch dein Herz hat eine unglaubliche Power. Es erzeugt bis zu 5000 Mal mehr Energie als dein Kopf. Dein Herz ist eines der ersten Organe, was überhaupt entsteht. Dein Herz ist dauerhaft verbunden mit deinem Kopf und sendet sogar mehr Informationen an deinen Kopf als umgekehrt. Und mit diesem Herzen öffnen sich Türen, die vorher verschlossen waren. Denn dein Herz ist die Verbindung zu dieser Energie, dass du Energien verändern kannst, dass du das Leben kreieren kannst, was du dir wünschst. Und Dr. Joe redet immer von einer Herzkohärenz. Kohärenz bedeutet, dass dein Kopf und dein Herz auf gleicher Schwingung schwingen, in Einklang schwingen. Ein schönes Beispiel ist, stell dir vor, in deinem Kopf läuft der Song Baby, Baby, Baby von Justin Bieber. Ne, du stellst dir einfach vor, der läuft jetzt hier. So, und in deinem Herzen läuft Michael Jackson Beat It. Ja? Dann sind sie nicht im Einklang. Dein Kopf schwingt anders als dein Herz. Und Herzkohärenz, dadurch schaffen wir es, beide in Einklang zu bringen. Das kannst du durch bestimmte Atemtechniken erschaffen oder durch Meditationen. Und dadurch schaffst du es dann, dass plötzlich in beiden der gleiche Song spielt. Plötzlich läuft in deinem Kopf und in deinem Herzen Michael Jackson Beat It und dadurch ist dein gesamtes System in Einklang, es schwingt im Einklang. Und das ist dann der Moment, wo wir uns plötzlich klar fühlen, leicht fühlen, wo die Dinge leicht erscheinen, weil der Kopf und das Herz nicht mehr gegeneinander kämpfen, sondern im Einklang sind, in Einklang schwingen. Und dann kannst du beginnen, deine Realität zu verändern, Krankheiten zu heilen, Dinge in dein Leben zu ziehen, zu manifestieren, das Gesetz der Anziehung zu nutzen. Das ist super, super wichtig. Und ich möchte dir kurz nochmal die Wissenschaft dahinter zeigen von Kopf und Herz. Und zwar, jeder Mensch hat ein elektromagnetisches Feld, was uns umgibt. Dieses Feld besteht aus dieser Energie, von der ich gerade gesprochen habe. Dein Kopf, wenn du einen Gedanken denkst, entsteht ein elektrischer Impuls in deinem Kopf. Das ist wissenschaftlich bewiesen, kann man messen. Du denkst etwas und boom, es wird Elektrizität durch deinen Kopf geschickt. Du fühlst etwas in deinem Herzen und boom, es entsteht ein magnetisches Feld. Und beide zusammen ergeben ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld ist um dich herum, das ist ebenfalls messbar. Es ist wirklich ein Energiefeld, was größer ist als dein Körper. Und dieses Feld besteht aus den zwei Komponenten, die Gedanken, die du denkst und die Gefühle, die du fühlst.
Und die Qualität von den beiden Dingen bestimmt, was für ein Feld um dich herum entsteht. Das ist genau das Gleiche, wie wenn bestimmte Menschen in den Raum treten und du merkst, das fühlt sich irgendwie komisch an. Das sind wahrscheinlich Menschen, die negative Gedanken denken, negative Gefühle fühlen. Umgekehrt genauso, jemand kommt rein und du merkst, dieser Mensch hat eine Ausstrahlung, eine Anziehung, das ist unglaublich. Das sind Menschen, die positive Gedanken denken und positive Gefühle fühlen. Und dieses elektromagnetische Feld besteht aus dieser Energie, deiner Gedanken und deiner Gefühle. Und damit funktioniert es wie ein Magnet auf die Dinge, die du haben möchtest. Oder die Dinge, die passend sind zu der Schwingung. Beispiel, du möchtest so und so viel Umsatz machen. Sagen wir mal 10.000 Euro Umsatz möchtest du verdienen. Und du gehst in die Gedanken rein, du stellst es dir schon vor, nein, ich habe diese 10.000 Euro, dann gehst du ins Gefühl rein, wie fühlt sich das an, 10.000 Euro zu haben, und plötzlich verändert sich dein Energiefeld. Weil das Energiefeld plötzlich daraus besteht, dass du ja schon in der Energie bist, 10.000 Euro zu haben. Und damit wirkst du dann wie ein Magnet auf alle Möglichkeiten, auf alle Menschen, auf alles, was passieren kann und dir helfen kann, diese 10.000 Euro magnetisch in dein Leben zu ziehen. Und dafür brauchen wir eine Kopf- und Herzkohärenz. Wenn ich in Kohärenz bin, kann ich manifestieren, kann ich das Gesetz der Anziehung nutzen, bin ich entspannter, habe ich weniger Stress, es werden viel weniger Stresshormone ausgeschüttet oder Chemikalien in deinem Körper, du fühlst dich glücklicher, erfüllter, leichter, das Leben flowt, plötzlich siehst du viel mehr Wunder um dich herum. Das ist super, super wichtig, dass wir beides nutzen, nicht nur den Kopf. Das waren aus meiner Sicht die drei wichtigsten Learnings, die drei wichtigsten Lehren von Dr. Joe Dispenza. Ich habe natürlich nur ganz leicht an der Oberfläche gekratzt, weil ich bin nicht der Wissenschaftler und ich möchte auch nicht in diesem Video in die Tiefe gehen, weil das alles sprengen würde. Wenn du mehr darüber wissen willst, hol dir bitte das Buch von Dr. Joe Dispenza. Werde übernatürlich, kann ich dir sehr empfehlen. Findest du auch unten unter diesem Video. Mein Lieblingsbuch, was ich intensiv studiert habe. Also wirklich ein geniales Buch. Und schau dir einfach alles an, was du möchtest von Dr. Joe. Er ist ein genialer Mann, der wirklich dieses Thema gemeistert hat. Danke fürs Zuschauen, danke für deine Zeit. Und wenn du lernen möchtest, wie du wirklich diese Gesetze des Universums meisterst und für dein Business benutzt und als Experte oder Unternehmer zu einem Magneten wirst, für Traumkunden, für Umsatz, für Fülle, dass die Dinge einfach zu dir fließen, dann kannst du jetzt unten klicken. Es gibt ein kostenloses Online-Training von mir, wo ich dir die glasklaren Schritte zeige, wie du genau das in dein Leben ziehen kannst und lernen kannst. Danke fürs Zuschauen, lass gerne noch ein Like da auf dem Video, wenn es dir gefallen hat, und einen Kommentar, damit noch mehr Menschen das sehen können, noch mehr Menschen profitieren können. Ich danke dir für deine Zeit, dass du bis hierher geschaut hast, und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis dann, ciao, ciao, dein Raphael. Und wenn du jetzt abonnieren möchtest, dann klick einfach hier, und wenn du zum nächsten Video willst, dann klick einfach hier.